Ja, seid gegrüßt. Ich bin Carolan der Verkünder, Herold unseres Herzogs von Lothringen und zu Gast in den Landen der Grafen zu Henneberg. Ja, wir haben hier sehr, sehr viele vorführende Handwerker, natürlich die auch altdeutsche Dachdeckerei machen, ein Zinngießer, ein Schmied, ein Schuhmacher, der historische Schuhe macht. Drüben haben wir einen Schildbauer noch da. Also sehr, sehr viele vorführende Handwerker, die das auch erklären können. Und dann durften wir dieses Jahr auch endlich wieder Kinderbeschäftigung mitbringen, Kultur mitbringen, Musiker, Gaukler. Und die Kinder haben hier sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die konnten jonglieren lernen, wie gesagt, Zinngießen. Dann haben wir die Drachenjagd gehabt, Bogenschießen, Eier knacken, Glücksrad, Mäuseroulette, handgetriebenes Holzkarussell. Also es war ständig was los für die Kinder und natürlich auch für die großen Kinder namens Erwachsen. Und ich habe gestern schon sehr, sehr gute Kritiken bekommen, heute auch. Die Leute sind begeistert rausgegangen. Ist für uns sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir unsere Arbeit auch gut getan. Wir hatten jetzt 34 Stände gehabt und dann noch zwei Lagergruppen. Und ja, das ist schon fast ausgereizt, also viel mehr können wir auf der Fläche hier nicht mehr bringen. Aber ich habe lieber kleine, schöne Märkte mit qualitativen Hintergrund und das kommt bei den Besuchern auch gut an. Ne? Es ist dann familiärer auf jeden Fall. Ja, das war noch überraschend am Donnerstag, dass wir die Besuchererfassung nicht machen mussten, nur im Gastrobereich, wer da was essen, trinken tut und sich hinsetzt. Und aber sonst, das war natürlich schon ganz gut. Heute haben wir auch ziemlich gut Schlange gehabt und das hält natürlich auch alles auf. So haben wir natürlich die Warteschlange an der Kasse schneller abarbeiten können. Das war gut. Wir durften bis zu 1500 Leute auf dem Platz lassen und das war schon sehr, sehr gut. Und trotz, dass es keine Maskenpflicht war, hat man trotzdem viele gesehen, die auch Masken getragen haben. Einfach aus Vorsicht sollte man, ja, machen, wie man es denkt, und man sollte auch respektvoll mit dem Virus umgehen. Aber ich denke mal, also der frischen Luft hier, das hat bisher bei anderen Veranstaltungen auch keine Nachverfolgung gegeben. Und die Leute wollten auch raus und das war auch schön. Ne? Viele hatten sich gewundert, warum der Spielplatz abgesperrt ist, denn vorne ist der Eingang und hinten ist der Ausgang. Wurde er deshalb abgesperrt? Das hatte damit noch nicht mal groß zu tun gehabt. Also wir hatten ihn am Anfang auch aufgehabt. Leider haben dann ein paar Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht erfüllt. Und die Kinder sind über den Zaun drüber geklettert und standen dann hinter dem Bogenschießstand. Und das ist zweimal vorgekommen in einer halben Stunde. Und da haben wir einfach gesagt, da war noch nicht mal Hochbetrieb. Und bevor dann irgendwas passiert und ein Kind dann einen Pfeil abbekommt und dann das Geschrei groß ist, haben wir einfach gesagt, Eskalation vermeiden. Man muss schauen, dass nichts passiert. Sicherheit geht vor. Und das wurde dann mit dem Ordnungsamt abgestimmt. Die waren auch gerade vor Ort. Und dann haben wir leider dann für die beiden Tage jetzt im Spielplatz halt gesperrt. Leider aus Unvernunft mancher Eltern, die auf ihre Kinder nicht aufpassen. Ist halt sehr schade. Hab das selber mitgekriegt, heulende Kinder, die jetzt nicht auf dem Markt wollten, sondern auf dem Spielplatz. Aber es ist schade, dass dann unter wenigen wieder viele leiden müssen. Also wir haben es vor, wie gesagt, auch mit der Stadt schon abgestimmt, alle Jahre zu machen. Das letzte Juliwochenende, so können sich auch die Anwohner hier drauf einstellen. Und das ist dann einmal im Jahr und man kann Freude haben. Und wer das dann nicht haben will, naja. Mein Name ist Christian Kunert. Ich bin hier auf dem Markt als Schmied zugange. Habe hier meine Feldschmiede, mein historisches stehen, nämlich der Lupfer. Und bin seit gut 10 Jahren auf Märkten unterwegs. Wir machen das Ganze als Familie. Meine Frau und meine Söhne machen Musik. Die sind hier als Gugelhupf mit auf dem Markt vertreten. Und was das Schmieden angeht, ist es so, dass ich ursprünglich immer mit auf die Märkte gefahren bin, während die Musik gemacht haben. Und habe mir bei den Schmieden angeschaut, wie die das Ganze so machen. Irgendwann kam es durch die Musik so, dass wir uns ein Zelt angeschafft haben, um auch lagern zu können, wenn wir weiter weggefahren sind. Und da kam natürlich dann irgendwann der Bedarf, der Eigenbedarf, quasi zum Tragen. Das heißt, wir brauchten ein paar vernünftige Stahlheringe und damit ging es bei mir eigentlich auch los. Ich habe dann mit relativ dilettantischen Mitteln meine ersten Heringe zusammen gedengelt und
aus den Heringen wurde dann immer mehr. Dann das ganze Equipment, das man so braucht, wenn man irgendwo lagert. Eine mobile Küche mit einem Dreibein, einen Feuertopf, Haken und was so alles dazugehört. Und irgendwann wurde ich bei einem Markt dann gefragt, ob ich von den Sachen denn auch was verkaufen kann. Und ich müsste es ja irgendwie selber herstellen, das Ganze. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann da gern mal bei euch auf dem Markt mit. Und da war es dann so, dass ich dann meine erste Buchung hatte, wurde dann auf dem ersten Markt als mobiler Handwerker mit gebucht. Und seitdem fahre ich eigentlich auch ohne die Musik, also ab und an auch ohne meine Familie. Aber im Idealfall sind wir alle zusammen unterwegs. Tja, und durch den Job, den ich im richtigen Leben mache, ich bin also Diplom-Designer, ich habe mit ein paar Kollegen zusammen eine Firma in Bad Hersfeld, beziehungsweise im Umfeld von Hersfeld, ist es natürlich verbunden, dass ich auch das Ganze zeichne, was ich mache. Und da ist dieses kleine Büchlein hier entstanden. Da bin ich also jetzt schon eine ganze Weile dran und illustriere und schreibe so die ganzen Sachen, die ich so zwischendurch gemacht habe. Das sind also zum Beispiel ganz raffinierte Geschichten, auch für Kindergeburtstage. Das sind Bratwürstchenbräter, da fällt die Bratwurst dann halt mal nicht in die Glut, wie man es so kennt. Und so geht das halt kunterbunt weiter. Das ist ein wunderschöner Ausgleich zum Job und man sieht abends, was man gemacht hat. Vor allem merkt man es auch hier. Okay. Also zum Beispiel, da steht da. Das ist das Original dazu. Ja, okay. So. Okay. Nochmal und durchblättern. Und zu. As I walked by the dockside one evening so fair, view the salt waters and I take the salt air. I've heard an old fisherman singing a song, come take me away boys, my time is not long. Wrap me up in me oilskins and jumper, no more on the docks I'll be seen. Just tell me old shipmates and I'm taking a trip, mate, and I'll see you someday on Fiddler's Green. Fiddler's Green is a place I foretell, where the fishermen go where they don't go to hell. Where the skies are all clear and the dolphins do play, and the cold pole for Greenland is far, far away. Wrap me up in me oilskins and jumper, no more on the docks I'll be seen. Just tell me old shipmates and I'm taking a trip, mate, I'll see you someday on Fiddler's Green. The skies are all clear and there's never a gale, and the fish jump on board with one swish of their tail. Where you lay at your leisure, there's no work to do, and the skipper's below making stew for the crew. Wrap me up in me oilskins and jumper, no more on the docks I'll be seen. Just tell me old shipmates and I'm taking a trip, mate, I'll see you someday on Fiddler's Green.
Ich fange immer mit wenig Bällen an, dann kann ich mich nämlich noch steigern. Das wäre also noch die 3 bei Jonglage. Der Magnetismus, der doofe Jongleur. Der ganz doofe Jongleur. Und gar der hungrige Jongleur. Moment mal, das Ganze kann ich auch mit Applaus. Joe, Jack, William und Averill, die 4 Daltons. Ihr müsst den Mäuseapplaus machen, um eure Maus zum Haus zu locken. Ihr wollt ja noch den Sonderpreis gewinnen, gell? Mhm. Wenn die Maus ins Spiel kommt, machen wir Psst, wie die Schlange und sind ein bisschen. Ist Jack. So, seid ihr bereit für den Mäuseapplaus? Den Mäuseapplaus machen, den Mäuseapplaus machen, den Mäuseapplaus machen. Macht mal den Mäuseapplaus um die Maus. Ah, angetäuscht und wieder raus. Den Mäuseapplaus. Wo geht die Maus hin? Zum Kräuterweiblein? Oder in die Fischerei? Ah, mal am Fisch gerochen. Oder geht sie doch in die Taverne? Wo geht das Mäuslein, Heinz? Pferdestall? Ah, mal in den Pferdestall. Jawohl. Aber da hat auch keiner hingelegt. Ihr müsst auch mal den Mäuseapplaus machen. Mäuseapplaus. Dass die Maus in euer Haus hineingeht. Los, zu uns. Jawohl. Sehr gut. Und wo geht die Maus hinein? Mäuseapplaus.